Hallo zusammen. Heute mal von einer ganz anderen Location. Wir sind ja jetzt alle wieder mehr draußen und mehr unterwegs. Und das heißt auch für mich, wieder mehr meinen Rollstuhl und meinen Emotion nutzen. Ich habe ja jetzt seit Mitte Januar endlich meinen neuen Rollstuhl mit dem Emotion M25 gekriegt. Der Unterschied zwischen M15, den ich jetzt 6 Jahre hatte, und dem M25 sind schon mal alleine, dass er erstens eine kleinere, handlichere Fernbedienung hat und er hat anders wie der M15 nicht nur die zwei Stufen 1 und 2, sondern zu jede der Stufen auch noch die Farbprofile Standard, Aktiv, Soft und Sensitiv. Ganz entscheidende Neuerung ist, dass man sich aber auch die Fernbedienung komplett sparen kann, nämlich dann, wenn man sich die Smartphone-App herunterlädt. Die Smartphone-App in der Grundausstattung ist wie die Fernbedienung die kostenlose Option der Stufen 1 und 2, der erwähnten Farbprofile und neu beim M25 die Aufzeichnung der Geschwindigkeit und der Gesamtkilometer, die hatte der M15 überhaupt nicht. In der Variante, dass man die App sich aber für 330 Euro im Gesamtpaket kauft, hat man aber auch zusätzlich die Option, dass man sich Touren aufzeichnen lassen kann, dass man die unterstützte Geschwindigkeit, die beim M15 bei 6 Stundenkilometer endete und die beim M25 standardmäßig auch auf 6 Stundenkilometer gedrosselt ist, mit der App auf 8,5 Stundenkilometer erhöhen kann. Außerdem gibt es die Option, den sogenannten Cruise-Modus einzuschalten. Das ist besonders interessant für Menschen, die viel unterwegs sind, die aber auch gerade Strecken fahren und einfach mal wie so verglichen mit einem Tempomat beim Auto die Unterstützung einfach mal auf eine vorher erreichte Geschwindigkeit weiterlaufen lassen können und wollen. Außerdem gibt es die Remote-Funktion. Die Remote-Funktion ist eine Variante, die beim M15 auch überhaupt nicht möglich war, nämlich dass man nach dem Transfer, also zum Beispiel umsetzen ins Bett, den Emotion komplett woanders hinsteuert und dann an der dortigen Stelle lädt. Und natürlich hat man über die App auch Zugriffe auf so eine Art Handbuch, wo Fehlermeldungen beschrieben sind. Kontakte zum Hersteller bzw. zum Sanitätsfachhandel und solche Sachen. Ja, und ich habe das, wie vorhin schon erwähnt, seit Mitte Januar gerne genutzt und auch immer viel in Betrieb, auch wenn ich jetzt dank Corona aktuell nur
456 Kilometer auf dem Emotion habe, verglichen mit den Vorjahren, wo ich übers Jahr ungefähr zwischen 1000 und 1300 Kilometer zurückgelegt habe, müsste ich also Stand heute 1. August irgendwo bei 700, 800 Kilometern sein. Aber entscheidend war, dass bei der letzten App-Version, Update-Variante, urplötzlich angefragt wurde, ich soll zulassen, dass die App von sich aus Telefongespräche starten darf und dass sie meinen Standort kennt. Das erschließt sich mir so überhaupt nicht, denn der Standort ist Google sowieso bekannt über GPS. Das heißt, das Navi funktioniert sowieso, egal ob über die App oder über das normale Google Maps. Und warum die App mit wem auch immer Telefongespräche führen will, das möge mir entweder Google oder Alba als Produkthersteller des M25 gerne erklären. Ja, in diesem Sinne, soweit meine aktuellen Erfahrungen mit dem M25 und den neueren Funktionen. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß beim Ausnutzen des Wetters und dem Unterwegssein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, euer Micha.